Hallo, hier stelle ich die klassische Blümchenüberhose mit Gehfalte vor. Die Blümchenüberhose mit Gehfalte ist eine One-Size-Überhose. Das heißt, man stellt die Größe der Überhose mit Druckknöpfen an der Vorderseite ein. Also hier haben wir XS für den ersten Lebensmonat, dann S, dann Medium und offen gelassen ist Large. Wir haben hier die Version mit Klettverschluss und hier mit Druckknopfverschluss. Wobei der Druckknopfverschluss mit einer doppelreihigen Druckknopfreihe ist. Der Klettverschluss hat innen einen Wäschekletter, den man schließt, wenn man die Windel waschen möchte. Die Überhose hat vorne und hinten jeweils eine Lasche, in die man zum Beispiel Printholz sehr gut einstecken kann. Die Druckknöpfe sind doppelt hinterlegt und hier sieht man die Gehfalte, die ihr zusätzliches Volumen in der Überhose schafft. Diese Überhose eignet sich hervorragend als Prefold-Überhose, aber auch als Überhose für Höschenwindeln. Ich zeige das jetzt einmal auf einem Baby. So einfach drauflegen, das ist jetzt eine Höschenwindel. Überhose zwischen den Beinchen hochziehen. Und schließen. Dann schaut man noch, ob nirgendwo etwas hervorschaut, so wie das hier der Fall ist. Und fertig ist das Baby gewickelt.